Hallo, meine Damen und Herren. Heute geht es um eine wichtige Frage, und zwar, warum gibt es so viele Nationen und Völker? Warum gibt es Deutschen? Warum gibt es Türken? Warum gibt es Araber? Warum gibt es Perser, Römer, Griechen und Afrikaner? Die Antwort darauf liefert unser edler Koran folgendermaßen. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. In Surat al-Hujurat liefert er diese Antwort. Das heißt, wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, sodass ihr einander erkennen möget. Ziel und Zweck dieser Unterschiede, ethnischen Unterschiede, ist das gegenseitige Kennenlernen laut dem Koran. Wenn wir an den Koran glauben, dann sind wir dazu verpflichtet, einander kennenzulernen. Gegenseitiges Kennenlernen ist Ziel und Zweck der Unterschiede. Es ist nicht die Diskriminierung aufgrund der Rasse oder Ethnie. Es ist nicht die gegenseitige Verfluchung. Es ist nicht die gegenseitige Unterstellung oder Herabwürdigung. Es ist für das gegenseitige Kennenlernen gedacht. Wenn dies der Fall ist, dann sind wir Musliminnen und Muslime dazu verpflichtet, die anderen Menschen kennenzulernen. Wie können wir die anderen Menschen kennenlernen? Können wir zum Beispiel die Menschen zu uns einladen? Wäre das eine Möglichkeit? Ich glaube schon. Denn wir haben eine alte Tradition der Gastfreundlichkeit. Das Wort Gast ist bei uns immer positiv konnotiert. Im Arabischen heißt Gast beispielsweise Abdaifu. Das bedeutet jemand, der sich anschließt. Im Türkischen Konuk, jemand, der sich niederlässt. Im Persischen ist Mehman, jemand, dem gegenüber man Respekt erweisen soll. Das sind alle positive Konnotationen, im Gegensatz zu dem deutschen Wort Gast. Denn im deutschen Wort Gast ist auch Host verborgen. Und Host bedeutet Feind. Also Feindschaft und Gastschaft ist verwandt im Deutschen. Das ist auch im Lateinischen so, auch im Englischen so. Wenn wir von Hostility sprechen, das ist ja nicht weit entfernt von Guest. Deswegen sind wir in erster Linie verpflichtet, die anderen Menschen zu uns zu einladen. Menschen, Muslime, arabische Abstammung, sollen ihre Türe und Tore für Juden und Christen öffnen. Menschen, türkische Abstammung, sollen die Türe und Tore bereithalten für Griechen und Armenier. Menschen albanischer und bosnischer Abstammung sollen ihre Türe und Tore für Kroaten und Serben bereithalten. Menschen serbischer und persischer Abstammung sollen ihre Türe und Tore für Amerikaner öffnen. Sie werden bald sehen, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben, dass wir Stämme vom selben Baum sind, dem Baum der Menschheit. Im Sinne vom Koran, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, sodass ihr einander erkennen möget, ist ein wichtiges Prinzip. Diesem Prinzip gemäß können wir Muslime in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich, überall in europäischen Ländern und in anderen Gebieten der Welt unsere Türe und Tore öffnen, um den sogenannten anderen kennenzulernen. Das ist Ziel und Zweck unserer Unterschiede. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gutes Gelingen. Bis zum nächsten Mal.